quasi Musikerzeichnungen. Weil Musiker, die stehen nochmal und können gezeichnet werden. Die stehen eine Stunde oder stehen vielleicht bis 10 Minuten. Und das ist der normale Inhalt aus Skizzenbücher da. Da ist mir wieder ein bisschen Bronze. Das sind dann Vorstudien für Bronzen oder? Das weiß ich nicht. Nein, nicht unmittelbar. Das ist dann nur sammelt sich halt irgendwie im Hirn vielleicht an und wird dann irgendwann verwertet. Aber es ist nicht unmittelbar. Vielleicht da, vielleicht bei solchen, wo ich versuche, also das Tongeschehen sichtbar zu machen. Da geht es auch mit späteren Lithografien zusammen, wo die Figur dann eben sich so aus den Strichen entwickelt. Aber es ist nicht unmittelbar, dass ich da Ding jetzt da abzeichnen würde, abmalen würde. Die habe ich teilweise ja ganz groß gemacht, das muss ich jetzt sagen. Die sind recht große Skizzen geworden. Mhm. Wo man das Buch da zu klein war. Und ich habe da also wirklich solche Blätter mit in die Lokale geschleppt, dass ich aber kaum reingekommen bin und drin und Platz gebraucht habe. Aber ja, jetzt hab ich. Da haben wir da draußen. Das sind die Radierungen. Das ist die Abteilung Radierung da rum. Und da habe ich vor, dass ich ein paar Radierungen im Deckendorf auch ausstehe. Das Ding habe ich da immer mitgeschleppt in die Lokale, ja. Das waren so grundierte Blätter und auch die habe ich genauso schnell gezeichnet, wie eben die Musiker da gespielt haben oder wie immer das abgelaufen ist. Und das waren dann eben die so große Skizzen, die dabei entstanden sind. Eine Perkussionsgruppe irgendwo, ein Gitarrist. Und da habe ich also so kundelweise eine Bluesband, die waren dann zum Teil in Straubing, aus dem Straubing noch der Jazz veranstaltet wurde, das Flying Pickets, die waren in Straubing da eben. Nein, in Vilshofen. Vilshofen war es natürlich zuerst. Da war Sandy Notion und so weiter, das sind also diese großen Blätter. Die sind jetzt so groß, dass ich eigentlich dann richtig. Wenn man richtig Webseiten kann.